Dank für die nette Einführung und auch vielen Dank für die Einladung, heute in diesem Forum über die Rolle von Speichern im Stromsystem sprechen zu dürfen. Das freut mich ganz besonders, weil ich vor 2 Jahren schon mal bei der DENA eingeladen war, damals vom Dialogforum Stromspeicher. Ich möchte jetzt nicht sagen, ich habe dieselbe Präsentation gehalten, aber über dasselbe Konzept gesprochen. Und damals ist mir doch noch relativ viel Skepsis entgegengeschlagen. Speicher, funktioniert das eigentlich? Ist das nicht viel zu teuer? Und überhaupt? Damals ist gerade das Thema Netzbooster aufgekommen. Und wie wir heute auch schon gehört haben, haben wir mittlerweile die Netzbooster mit 350 Megawatt Leistung in Netzentwicklungsplänen stehen. Und ich denke, da haben ganz viele Akteure eine ziemlich steile Lernkurve genommen zu dem, was Speicher liefern können für unser Stromsystem. Und diese Lernkurve ist, glaube ich, immer noch im Prozess genommen zu werden. Und ich möchte einfach nur einladen mit der Präsentation. Heute werde ich ein bisschen ein anderes Konzept. Ich werde nicht über die Netzbooster sprechen, aber ein anderes Konzept, wie Speicher ins Netz eingebunden werden können, um Spitzenlasten abzudecken. Dieses Konzept einfach mitzunehmen auf dem Weg, den wir, glaube ich, hier sind und den wir heute besprechen, wie wir im Rahmen der Energiewende unsere Netze besser auch mit anderen Flexibilitätsoptionen benutzen können. Ganz kurz die Agenda. Ich werde ganz kurz was zum BVS sagen und zu der AG, die ich beim BVS vertrete. Dann werde ich ganz kurz in das Konzept einführen, wie wir den Einsatz von Speichern sehen. Und dann über ein Arbeitspapier sprechen mit Forderungen des BVS, eben genau zu dieser Lösung, Netzoptimierung vor Ausbau durch Speicher, die wir damals aufgestellt hatten. Der BVS ist der Bundesverband Energiespeichersysteme und es ist ein typischer Industrieverband. Wir umfassen mehr als 200 Unternehmen aus der ganzen Wertschöpfungsstufen von Energiespeichern. Das heißt nicht nur Stromspeicher, sondern auch thermische Speicher sind da mit drin. Wir decken wirklich sehr den gesamten Bereich ab, auch Anwender, die unsere Speicher benutzen und sind im Industrieverband. Und da werde ich jetzt einfach mal teilen mit Ihnen, was wir hier in diesem Verband erarbeitet haben. Wie gesagt, ich bin Sprecher der AG4, das ist internationale Marktentwicklung. Und ganz vereinfacht gesagt, was wir in der AG4 machen, wir schauen ins Ausland. Schauen uns an, wo werden internationale Speicher eingesetzt und verwendet und stellen uns dann die Frage, warum funktioniert das in Deutschland eigentlich nicht? Sind wir hier auf einem anderen Planeten? Und daraus leiten wir dann im Prinzip ab, was für Hindernisse haben wir denn in Deutschland, um eben dieselben Arten von Speichereinsätzen in Deutschland auch zu befähigen. Damit gehe ich los. Enova, kein neues Konzept, es handelt sich nicht um die Supernova, sondern um Netzoptimierung vor Ausbau. Und für uns bedeutet das, Wettbewerb und Transparenz im Netzausbau zu schaffen und alternative Flexibilitäten einzubinden. Alternative Flexibilität in unserem Sinne ist natürlich insbesondere Energiespeicher, aber natürlich gibt es auch andere Flexibilitäten, die hier eingebunden werden können. Sie sehen hier die Folien, bekommen Sie am Nachgang unten. Es sind auch die Leitlinien des BVS verlinkt, wie wir Energiespeicher im Energiesystem der Zukunft sehen. Ein sehr interessantes Papier. Kann ich nur jedem empfehlen, einfach mal reinzuschauen. So, über was möchte ich denn heute sprechen? Ich möchte heute darüber sprechen, wie wir den Speicher, und hier sehen Sie schon in diesem Bild, wie wir den Speicher zukünftig in Netze einbinden können. Der Hintergrund ist, dass, das wurde ja auch schon erwähnt, im Rahmen der Energiewende entwickeln sich die Netze weiter, kommen neue Lasten, kommen neue Erzeuger in unser Netz, insbesondere im Verteilnetz. Wir sind in einer sehr dynamischen Situation, in der wir eben die Architektur unseres Netzes anpassen müssen. Das bedeutet, hier ist ein Beispiel aus UK, dass sich natürlich neue Netzengpässe sich entwickeln in unserem Verteilnetz. In diesem Beispiel, das ich hier eingehe, war das ein Netzengpass in Leighton Buzzard, einer Ortschaft in Großbritannien. Die Sie sehen hier, die hatte zwei 33 kV-Leitungen, war die angebunden und hinten dran war die Ortschaft. Und die Last ist gewachsen. Und die Last ist insbesondere gewachsen im Winter, in den Abendstunden, wenn dort elektrisch geheizt wird. Und es war absehbar, und hier unten sehen Sie die Auslastung des dortigen Umspannwerkes, war absehbar, dass an bestimmten Tagen, während bestimmten Zeitfenstern die bestehende Infrastruktur nicht mehr ausreichen wird, um die Last zu decken.
Jetzt war die Frage, was macht man? Traditionell baut man natürlich eine neue Leitung, eine neue 33 kV-Leitung, um diese Last zu bedienen. Allerdings war absehbar, aufgrund der Planung, dass ich nur sehr wenige Stunden im Jahr haben werde, wo ich überhaupt diese neue Leitung brauche. Das heißt, ich hätte jetzt ein neues Asset gebaut, das nur sehr marginal ausgelastet worden wäre. Das heißt, sehr viel Geld eingesetzt, um tatsächlich einen relativ marginalen Mehrwert mir zu erschließen. Was hat man gemacht? In dem Fall hat man dann einen Speicher verwendet, der hier an diesem Umspannwerk gebaut wurde und der diese zusätzliche Lastanforderung abdeckt. Das Schöne daran in dem Speicher ist, dass er tatsächlich nur für wenige Stunden im Jahr gebraucht wird. Ich glaube, den gibt es jetzt seit 5 Jahren und er wird für diese Anwendung, also um das Netz zu verstärken, etwa 100 Stunden im Jahr gebraucht und steht die restliche Zeit des Jahres zur Verfügung, um andere Dinge im Stromsystem zu machen, um andere Mehrwerte zu schaffen im Stromsystem. Und das ist natürlich ganz interessant, weil mein Netz, das hätte ich jetzt gebaut, das steht dann auch rum. Aber ich brauche es natürlich nicht, die 8600 Stunden, die ich es eben nicht brauche, um diese zusätzliche Last zu bedienen. Ich werde jetzt hier nicht ganz genau detailliert auf die einzelnen Elemente eingehen, wie sich das Ganze finanziell darstellt. Das Wichtige ist, dass eine Netzinvestition ist einfach immer sehr, sehr kapitallastig. Und das kommt dann natürlich beim Netz, Nutzer über die Abschreibung, die jährliche Abschreibung und die Kapitalverzinsung des Netzbetreibers jährlich an. Und da ist natürlich immer die Frage, wenn ich diesen Betrag X nehme, der mein Standard ist, kann ich denn mit diesem Betrag auch was Effizienteres machen? Und in diesem Fall und in vielen anderen Fällen, ich komme gleich noch ein zweites Beispiel ein, kann ich das zum Beispiel über meinen Speicher. Ein sehr interessantes Element ist auch, dass das nicht heißen muss, ich muss jetzt das Netz durch Speicher ersetzen, aber oftmals kann ich den Ausbau des Netzes zeitlich verschieben. Und durch diese zeitliche Verschiebung des Netzausbaus spare ich Geld. Und das ist sehr, sehr interessant, weil im Vergleich zum Netz, das ich ein sehr langfristiges Investitionsgut ist, das auch nicht mobil ist, ist ein Speicher ein kurzfristigeres Investitionsgut, der aber vor allem auch mobil ist. Das heißt, ich kann einen Speicher, die kommen heute in 20 oder 40 Fuß-Containern standardmäßig, kann ich wohin bauen und nach 4, 5 Jahren kann ich den wieder wegnehmen. Das heißt, wenn meine Last an einem Punkt weiter angestiegen ist, wenn sich mein Netzengpass vergrößert hat, dann kann ich den Speicher wieder rausnehmen und dann mein Netz bauen. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel oder eine Anwendung, die von Westnetz mit dem Eicher in Wettringen, glaube ich, war das, ich habe es später auf einer Folie auch nochmal erwähnt, angewandt wurde. Das heißt, ich kann auch einfach den Ausbau meines Netzes zeitlich verzögern und dadurch praktisch Geld sparen. So ein Beispiel ist genau das hier. Das war ein Speicher, den Tesla in Nantucket gebaut hat. Nantucket, Sie sehen es hier auf der Grafik, ist eine Insel, ich glaube, eine touristische Insel an der Ostküste der Vereinigten Staaten, die über zwei Interkonnektoren angebunden war. Und es gibt auch noch mal eine Erzeugungseinheit auf der Insel selbst. Es war jetzt absehbar, dass die Last hier auf der Insel zukünftig ansteigen wird. Und jetzt bestand die Frage, was muss ich machen? Ich muss eigentlich eine dritte Leitung bauen. Was natürlich, können Sie sich vorstellen, so ein Interkonnektor unterm Wasser hindurch, ist jetzt nicht ganz billig. Die Lösung, die hier gewählt wurde, stattdessen war, dass ich diese Leitung nicht jetzt baue, jetzt in dem Sinne 2022, sondern diesen Neubau der Leitung auf 2030 verschiebe und in der Zwischenzeit mit einer sogenannten Non-Wire-Alternative, also einer Alternative zum Netzausbau, weitergehe, die die ersten 8 Jahre, und in dem Fall ist es eine Batterie mit 6 Megawatt, 48 Megawattstunden, 8-Stunden-System. Und genau diese Batterie kann mir den Mehrwert, den ich in den ersten 8 Jahren brauche, liefern, ohne dass ich das Netz ausbaue. Wenn wir uns das dann anschauen, wie sieht das jetzt finanziell aus, sehen Sie hier in der Grafik, dass natürlich ist die Batterie nicht billig. Ja? Die kostet hier so um die 90 Millionen US-Dollar, die über diesen Zeitraum hinzubauen. Ich kann jetzt auch gar nicht sagen, was da alles mit drin ist, aber das ist die Lösung Non-Wire Alternative. Ganz spannend ist aber, dass ich allein durch die zeitliche Verzögerung des Ausbaus des Netzes habe ich hier mehr als 100 Millionen Euro schon gespart. Und jetzt kommt dahin oben drauf, wie ich es vorhin auch schon erwähnt habe, dass ich mit der Batterie natürlich noch andere Sachen anstellen kann. Das heißt, wenn ich die Batterie jetzt nicht als Netzbetriebsmittel oder im Kontext des Netzes führe, kann ich zusätzliche Erlöse
am Strommarkt generieren. Das mag Arbitrage mit Energiehandel sein, das mögen Systemdienstleistungen sein, das hängt dann auch immer vom jeweiligen Marktgebiet ab. Am Ende des Tages komme ich aber dazu, dass meine Kosten des Speichers hier als Alternative zum Netzausbau ein sehr viel höherer Nutzen gegenübersteht. Und das ist natürlich sehr, sehr attraktiv und genau deswegen wurde diese Lösung hier natürlich auch angewendet. Nach dieser Einführung, wie solche Lösungen funktionieren und wenn da später Fragen kommen, würde ich mich sehr darüber freuen, möchte ich jetzt gerne zu also den Kernforderungen des BVS kommen, die sich auf die Probleme richten, die wir eben gesehen haben, wenn wir ähnliche Lösungen in Deutschland anwenden wollen, woran hakt es denn eigentlich? Und daraus haben wir uns die Kernforderungen abgeleitet. Kurz was unser Arbeitsprozess dahinter. Wir haben uns internationale Projekte angeschaut und wir haben uns die Technik angeschaut, regulatorisch, vom regulatorischen Hintergrund und aber auch die wirtschaftliche Seite dieser Projekte. Wir haben dann eine ganz große Liste. Ich glaube, es waren sogar noch mehr als die 6 hier aufgeführten von den USA. Sie sehen, wir hatten einige auch in Europa, Großbritannien. Wir hatten welche im Übertragungsnetz. Wir hatten uns auch mit dem Netzbooster-Thema hier beschäftigt und ähnlichen Dingen in Frankreich oder Italien. Wir hatten aber auch das deutsche Projekt, über das ich vorhin schon gesprochen hatte. Westnetz hatte in Wettringen einen Speicher gebaut und haben uns eben auch mit diesen Projekten auseinandergesetzt. Ich werde jetzt nicht auf jeden Punkt sehr detailliert eingehen, das können Sie gerne nachlesen, aber ich möchte Ihnen gerne einfach mal die Kernthemen mitgeben. Und das Kernthema ist hier ganz klar, dass aus unserer Sicht Einbeziehung von Speichern erhalten werden kann, gesteigert werden kann und auch kosteneffizienter dargestellt werden kann. Wir haben heute schon gehört, und darum geht es ja heute, dass Netzausbau nicht die alleinige Alternative sein kann, um die Energiewende zu lösen und dass Speicher eben hier mit dazukommen können. Wir haben gerade eben schon von Herrn Böhrig das Thema Flexibilitätsmärkte gehört, wie sich sowas ausgestalten kann. Und aus unserer Sicht brauchen wir Flexibilitätsmärkte in Deutschland, in die dann auch Speicher mit reinkommen können. Ressourceneffizienz ist aus unserer Sicht ein ganz, ganz wichtiges Thema, das für Speicher spricht, weil Speicher können nicht nur, wie gerade auch dargestellt, kosteneffizient sein, sie können auch sehr zeiteffizient sein, weil sie können heute einen Speicher innerhalb von, ich will nicht sagen Wochen, aber innerhalb von wenigen Monaten können sie Multimegawatt-Speicher wohin bauen und zum Beispiel Netzknoten an einem Umspannwerk verstärken und können den Speicher nach einer bestimmten Zeit auch wieder rausnehmen. Also es ist nochmal eine andere Art von Qualität eines Assets, das ich im Netz gar nicht habe, weil im Netz das baue ich und dann ist es da für 50 Jahre. Den Speicher, den kann ich einsetzen und wieder rausnehmen, wenn ich ihn nicht mehr brauche. Ja. Und daraus leitet sich dann auch eine gewisse Ressourceneffizienz ab. Ganz wichtig für uns immer wieder zu betonen, Speichertechnologien sind im Markt verfügbar. Es gibt Beispiele. Es ist keine Frage, dass wir auf die nächste Technologie warten müssen. Wir können mit der Technologie, die wir heute haben, schon sehr vernünftig arbeiten. In Deutschland haben wir mehrere hundert Megawatt an Speichern in unterschiedlichen Kontexten schon verbaut, was natürlich für Speicher auch nochmal spricht, dass wir bei Speichern sehen, dass sie von Jahr zu Jahr billiger werden, einfach da, weil die Komponenten, insbesondere die Batteriezellen, vorangetrieben durch die Elektromobilität, immer billiger werden. Das heißt, Speicher als Asset wird eigentlich mit der Zeit immer attraktiver, weil es auch günstiger wird. Und ganz wichtig für uns auch nochmal, wenn ich jetzt gleich zu unseren 4 Kernforderungen komme, dass sie eigentlich auch vollkommen im Einklang stehen mit dem, was uns aus der EU-Gesetzgebung und insbesondere der EU-Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie, die ja jetzt erst vor kurzem verabschiedet wurde und jetzt in der Umsetzung ansteht, dass sich diese Forderung eigentlich hier direkt deckt und sie deckt sich genauso im Koalitionsvertrag. Gut, ein Koalitionsvertrag ist immer nur ein Dokument, das natürlich einen Willen bezeugt, aber die Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie ist Recht, das in Deutschland gilt. Das hat jeder Markt, noch nicht alle Marktakteure auch verstanden, ist aber trotzdem so. Gut, was sind unsere Empfehlungen? Auf der einen Seite denken wir, brauchen wir eine stärkere Transparenz und einen stärkeren Wettbewerb, wenn wir in den Bereich Netzplanung und Ausbau gehen. Das bezieht sich dann insbesondere aufs Verteilnetz, wie es auch in der Marktdesign Directive Artikel 32 gefordert ist.
dass auf Verteilnetzebene alle 2 Jahre Netzentwicklungspläne vorgelegt werden müssen. Und erst wenn ich diese Transparenz erreiche, dass ich mich tatsächlich transparent auch damit auseinandersetzen muss, was ist denn hier mein Problem im Netz, welche Netzengpässe habe ich und welche Alternativen stehen mir hier zur Verfügung, um das anzugehen. Erst dann komme ich im Prinzip dahin, dass ich auch sagen kann, da wäre doch ein Speichern eine ganz interessante Alternative. Ganz viele Netzbetreiber machen das heute schon, selbst ohne, dass sie das im Prinzip jetzt müssen, in dem Sinne, dass sie das transparent darlegen müssen. Nichtsdestotrotz, denke ich, könnte uns hier eine Transparenz auf jeden Fall weiterhelfen, um hier noch ein bisschen mehr diesen Denkprozess anzustoßen. Wenn wir international das betrachten, ist gerade die USA sehr transparent in dem Regulierungsbereich. Wenn Sie nach Kalifornien gehen, sehr, sehr transparent, was da gemacht wird im Hinblick auf Netzausbau, wo die Regulierungsbehörde auch sehr stark immer nachfragt, warum macht ihr das? Könnt ihr mir mal vorrechnen, wie das anders wäre? Und ich denke, das wäre auf jeden Fall eine sehr interessante Sache, die man auch nach Deutschland bringen könnte. Unsere zweite Handlungsempfehlung ist die Netzoptimierung als Dienstleistung. Das geht auch wieder direkt aus dem Artikel 32 MDD hervor, die eben sagt, dass Netzbetreiber, auch insbesondere Verteilnetzbetreiber, Flexibilitätsdienstleistungen in ihrem Netzbereich ausschreiben müssen. Sie müssen die definieren und ausschreiben und dann in einem marktbasierten Verfahren beschaffen. Wenn es kein Interesse im Markt gibt und eine marktbasierte und effiziente Beschaffung möglich ist, dann kann der Netzbetreiber eine andere Alternative finden. Aber das Primat sollte erst mal sein, Flexibilitätsdienstleistungen zu definieren, auszuschreiben und am Markt zu beschaffen. Ganz spannend, das geht heute tatsächlich auch schon in anderen Ländern. Das hier ist ein Beispiel von einer Ausschreibung von UKPN, wieder ein Verteilnetzbetreiber aus Großbritannien, der in seiner Flexibilitätsausschreibung vor 2 Jahren abgefragt hat für bestimmte Netzknoten, für bestimmte Unspannwerke, hat er gesagt, welche Spannungsebene hätte ich gerne, welche Leistung, über welchen Zeitraum, also welche Energie hätte ich denn gerne und wann würde ich die gerne aktivieren. Und er sagt halt, lieber Marc, sag mir doch mal, wer kann mir denn diese Flexibilitätsdienstleistung zur Verfügung stellen? Das können dann Speicher sein, das kann vielleicht ein großer Speicher sein, vielleicht sind das aggregierte Heimspeicher, die ich an dem Netzknoten benutze, vielleicht ist das Eigenerzeugungsanlagen, die in diesen Netzknoten dann angeschlossen werden oder in Betrieb genommen werden. Aber es zeigt einfach, es ist technisch möglich, zumindest im Ausland, es sollte auch in Deutschland technisch möglich sein, solche Flexibilitätsdienstleistungen auszuschreiben. Unsere dritte Forderung, der Besitz von Speichern, der wurde ja vorhin auch schon von Herrn Lochmüller, war das, glaube ich, adressiert. Die Gesetzgebung ist im Artikel 36 und 54 der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie sehr eindeutig, dass Netzbetreiber keine Speicher besitzen dürfen. Es gibt da Ausnahmen und das wird dann sehr technisch. Wenn wir wollen, können wir später ein bisschen drüber sprechen. Das Primat ist erstmal kein Besitz von Speichern durch Netzbetreiber, außer wir definieren die jetzt als ein Netzbetriebsmittel, was aber auch nur in sehr, sehr eng definierten Bereichen möglich ist. Daraus ergibt sich aber, dass ich natürlich dann Marktmechanismen finden muss, wie ich einen Speicher integrieren kann über ein Drittanbietermodell. Das heißt, dass der Netzbetreiber den Speicher nicht besitzt, sondern ein Dritter den Speicher besitzt. Und erst daraus ergibt sich dann nämlich auch die Möglichkeit, dass ich diesen Speicher nicht nur im Netzbereich einsetzen kann, sondern auch anderweitig weitervermarkten kann und zusätzliche Einnahmen generieren kann, wodurch der Einsatz des Speichers im Netzbereich natürlich per se wieder günstiger wird. Ja. Also ein sehr interessantes Thema. Und das wurde ja auch vorhin, ich habe jetzt vergessen, wer das war, von Tenet, angesprochen, dass da selbst bei den Grid-Boostern die Überlegung ist, wie kann ich denn die beschaffen? Weil selbst bei den Grid-Boostern, wenn ich die hingestelle, wird ja absehbar sein, dass ich die nicht 8700 Stunden im Jahr brauchen werde, um diesen kurativen Redispatch bereitzustellen, sondern wenn ich weiß, meine Leitung wird nicht ausgelastet sein, dann kann ich an dem Tag oder für bestimmte Stundenzeitscheiben den vielleicht auch anderweitig einsetzen, was aber natürlich nicht durch den Netzbetreiber geschehen darf wegen dem Anwand. Unsere letzte Forderung ist ein Problem aus der CapEx-OPEX-Problematik. Das, um es jetzt mal überspitzt zu sagen, Netzbetreiber wäre ich eigentlich schön doof, wenn er einen Drittanbieter nimmt und das, diese Kosten als Betriebskosten einfach nur wälzen kann in der Anreizregulierung, anstatt Geld in die Hand zu nehmen, in Asset zu investieren, dass er dann mit einer garantierten Verzinsung über die nächsten 50 Jahre abschreiben kann.
Das ist eine Problematik. Ich glaube, die ist generell auch anerkannt. Und hier gibt es einfach ganz andere Anreizregulierungsmechanismen, zum Beispiel in Großbritannien, zum Beispiel in Kalifornien, in New York, wo der Netzbetreiber aus dieser Systematik ausbrechen kann. Das heißt, wenn er einen OPEX-Weg geht, der aber billiger für den Netznutzer ist, für den Endverbraucher ist, dann bekommt er darauf einen Aufschlag. Und das macht es wieder für den Netzbetreiber attraktiver, nicht die Investitionsvariante zu nehmen, sondern sich am Markt mit einer Dienstleistung zu bewegen. Das waren unsere vier Handlungsempfehlungen. Würde mich sehr freuen, wenn es dazu auch Fragen gibt, im Folgenden. Ich habe hier eine Q&A-Folie, dazu kommen wir ja jetzt. Ganz kurz noch natürlich ein Dank an die BVS-Geschäftsstelle, die hier auch mitgeholfen hat, und insbesondere noch an Fabian Hafner, der vielleicht bei der einen oder anderen Frage gleich in die Diskussion auch mit reinkommen wird, weil er sich insbesondere im europäischen Kontext sehr, sehr gut auskennt. Damit zu Ihnen zurück, Herr Müller, und ich freue mich auf die Diskussion.